Ich würfel gerade einfach mal. Sie sind, Achtung, sehr kleine Gegner, bin ich zumindest jetzt der Meinung. Lass mich nicht lügen, unersättlicher. Okay, das ist auch nochmal Kleiner interessierend. Gegner steht hier. Kleiner Gegner, dann nehmen wir den so. Aber sie treffen auf die. Okay, hier steht nur auf die 10 drin. Gar nicht so cool. Aber sie greifen zweimal an, also sind vier Angriffe gegen dein Schild. Beziehungsweise eigentlich nur zwei Angriffe, aber sie können auch in den Limbus ausweichen, bla bla. Okay, also zwei von denen kommen durch. Wie Genau, zwei viel? von denen kommen durch und sie machen, ich glaube, 2W6. Nee, 1W6 plus 4 Schaden. Das ist also gar nicht so viel. 1W6 plus 4. Dann ist das jeweils zwei Schildpunkte. Ich werde aber nochmal die 1. Die 1 würde ich nochmal bestätigen. Ist nicht bestätigt. Okay. Dann siehst du jetzt, wie kleine dämonische Nagezähne deinen Schild zerbeißen und Funken aufstieben. Das waren die Ich möchte mich. Gegnerkabulen. Borix ist Wolltest du noch weiter was blind. sagen? Nee, Borix ist weiter blind, der andere ist auch weiter blind. Du kannst sehen, wie Borix versucht, sich umzudrehen und wegzulaufen. Borex ist der Zwerg? Borix ist der Zwerg. Nein, ich möchte ihn angreifen. Zweimal. Dann musst du auf ihn zulaufen zum Bett und bekommst Passierschläge von den Khitmer Kabul. Kannst du aber tun. Okay. Dann läufst du auf ihn zu. Das ist seine Aktion. Ich würfel gerade mal die Passierschläge. Genau, Erschwerende Denk Macht dran, jeweils, dass oder? ich. Ja, um Genau, 8, genau. Erschwernis. Ist also Also, nicht das geschafft. wird nichts. Genau, Und auf die 1 und und durch 2. okay, bin ich so weit, dass ich angreifen Du kann? darfst. Alles klar, ich gebe ihm erstmal einen Wuchtschlag plus 6. Er hat gerade versucht, sich umzudrehen und wegzulaufen. Das ist kein Problem. Kannst ihm in den Rücken schlagen. Schaden. Na toll, nicht so gut gewürfelt. Es brennt noch nicht, ne? Das ist nur das Bandschwert. Ja, also ich habe nicht mein Flammenschwert Ja, angemacht. okay, gut. Ja, und schlägst ihm auf den Rücken und siehst wohl auch, wie jetzt feiner kleiner Silberstaub anstatt von Blut sich in dem Raum von Zulamin ergießt. Du kannst auch eine weitere große Truhe erkennen, die wohl auch unter sich mitgeschoben werden sollte. Da war wohl gerade noch der andere, der immer noch da kniet und wimmert daneben. Der tut immerhin weiter nichts, der greift sich weiter an den Kopf. So, dann. Hat der Raphim schon was gemacht? Nein. Und ich mach weiter, meine Liturgie. Gut, wie lange dauert das? 10 Aktionen. Zehn Aktionen. Jalon hat auch vorgezogen. Dann ist noch Zudamin dran. Ja, ich hatte nicht damit gerechnet, dass das so lange dauert. Wo ist denn mittlerweile Yarlan? Jalon steht, ich würde mal sagen, 20 Meter vielleicht? 20 Meter von dir entfernt und fährt mit dem Wagen weg. Gerade versucht, den unter Kontrolle zu kriegen. 3, 2. Dann schaue ich, dass ich noch zu Yarlan auf den Wagen komme. Das ist aber eine Sprintenprobe. Und Okay. eventuell, der ist jetzt auch schon 2 Runden lang gelaufen, beziehungsweise mit dem Schurmangriff. Also du kommst diese Runde definitiv nicht an. Okay, dann ist schon das unrealistisch. Dann Du bleibe kannst ich auch wohl noch noch was rufen, da. damit er stehen bleibt. Was willst du tun? 3, 2, 1. Du bleibst stehen. Nächster Kampf. Rufen, rufen ist eine freie Aktion, kannst du immer machen. Das ist richtig. Ich würde mir gerne unsere Gegner anschauen. Wer ist da eigentlich und wer würde sich als Ziel anbieten? Also das ist so eine Art Orientieren, aber das habe ich ja schon gemacht. Ja, du siehst auf alle Fälle, die Vex-Kirche kämpft mit, die Praios-Kirche kämpft mit, die Zwerge, die Novadis, die Ferkiner, unter anderem dann mit dir. Du kannst auch noch die, ja, Chorkirche ist nicht so vertreten, aber du kannst den Gehörnten erkennen. Der ist da wohl gerade auch gegen die Männer von Manach Tergom, dem Bürgermeister, kämpfen. Welcher Haufen ist welcher? Das sind die Leute von Manach Tergom. Und Aha. du kannst wohl auch erkennen, wie die sich nach und nach wohl ganz grob in eure Richtung vorkämpfen, aber nur Schritt für Schritt. Die wollen zu euch. Gut. Volltags 15. Ich will mich in den Randbereich meiner Dunkelheit hineinbewegen und gucken, ob der die anderen trifft, beziehungsweise ob derjenige aus dem Publikum dann trotz alledem zielen kann. Also
genau das, was du gesagt hast, würde ich gerne, ich weiß nicht, was ist das für eine Probe? Geometrie gibt's ja nicht. Rechnen wäre das, aber wahrscheinlich Magiekunde, damit du das einschätzen kannst. Alles klar, gut. Du müsstest wissen, ob er ein Fernzauberer ist. Ja, dann mache ich erstmal eine Magiekunde-Probe und hänge dann eine Rechnen-Probe hinten dran. Ich denke, das ist sinnvoll. Kann ich dir dann gleich sagen. Aber mir. Ich würde einen Zauber verbreiten. Da sich die Leute von Manatec langsam in unsere Richtung fortbewegen, würde ich einen Zauber verbreiten. Verkürzte Zauberdauer. Dauert 4 Aktionen insgesamt. Ja, was willst du zaubern? Ein Ignisfero. Ignisfero, okay. Boltax, es könnte sein, dass er bis auf Raphim zielen kann. Das sind echt viele Meter von euch aus entfernt. Also 70 Meter, noch unter 100. Solange er unter 100 Schritt ist, Fernzauberei wäre möglich. Aber du weißt nicht, ob er ihn sehen kann. Jetzt gerade vor allem auch, wenn du dann in der Dunkelheitszone verschwunden bist. Du weißt nicht genau, ob Raphim getroffen wird. Gerade wenn er sich bewegt. Yalan ist definitiv nicht in deiner Dunkelheitszone. Also auch Yalan oder auch Zulamin könnten noch getroffen werden. Ja, aber hat er nicht auf Abelmias abgesehen? Er hat es auf irgendwen von euch abgesehen. Okay, ja gut. Nee, ich dachte nur entsprechend deiner Schilderung. Nee, alles gut. Die Gladiatoren kämpfen weiter gegeneinander. Wie gesagt, es gibt viele, viele Kämpfe. Auch die Prioskirche, die Novadis, die scheinen sich aber vor allem nicht so gegen oder für euch zu interessieren, sondern da nur gegeneinander zu hacken. Aber die Leute von Manach Tergom, die ja irgendwie eine Mischung aus Mittelreichern und Tulamiden aussehen, die bewegen sich Schritt und Schritt in eure Richtung, auf euch zu. Gut, die Gitma Kabul sind dran und würden wieder auf Iserun sich bewegen. Das heißt, sie greifen jetzt in deinen Rücken an. Mhm. Damit bekommen sie eine minus 5. Und weil ich ekelhaft bin, würde ich das auch in Wuchtbisse ansagen. Ja. Bist du sicher, dass das geht? Ja, Dämonen verfügen über diese Sonderfertigkeit. Mhm. Also prinzipiell Standard von Haus aus. Ja, ohne, ich mache das nächste Mal nicht, aber einer trifft. Und das ist 1W6 plus 4 plus 5. Sind 1, 2, sind wieder nur 2 Schildpunkte. Alles klar. Nur einer kam durch, ne? Einer kam durch und hat hier versucht, irgendwie in die Achillesferse zu beißen oder sowas. Mhm. Oryx möchte weiter fliehen, der will durch das Fenster durchbrechen. Ja, ich möchte ihn davon abhalten. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich mich ihm in den Weg hechten kann? Körperbeherrschungsprobe oder irgendwie sowas? Bam, 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 bam. Ganz generell, ja, du kannst dich vor ihn stellen. Dann bekommst du nochmal die Angriffe von den Gitma Kabul, aber dann stehst du vor ihm und er kann auch nicht aus dem Fenster fliehen. Dann ist sein Fluchtweg ist dann abgeschnitten. Ja, möchte ich machen. Gut, dann stellst du dich vor ihn und du bekommst nochmal 2 Angriffe. Mhm. Wieder nur auf die 1 und die 2. Wieder nicht getroffen. Dann stehst du vor Boryx. Ja, ich nehme mal an, das hat eine Aktion verbraucht, dass ich nur noch einmal angreifen kann, diese Kampfrunde. Ja. Ich mache wieder einen Wuchtschlag plus 6. Ist raus. Das getroffen. Und diesmal gut gewürfelt. Ja. Trefferzone? Ja, kommt. Das Bein. Ja, dann kannst du ihm das Bein abschneiden und er fällt auf den Boden. Er fängt nicht an zu bluten, sondern nur noch Silber, was da aus seinem Stumpf rausläuft. Mhm. Dann Yalan. Ich möchte den Streitwagen erstmal wenden und dann halt wieder auf die anderen zuhalten. Nicht die anderen im Sinne von überfahren, sondern in ihre Richtung fahren. Hab ich mir gedacht. Ich nehme an, das wird beide Aktionen dauern. Ja, daher, bist du eine Probe, oder? Einfach nur reiten. Ist eine Wagenlenken. Ja, Wagenlenken, klar, dafür haben wir es doch. Jetzt war es das ein Handwerk. Fahrzeuglenken, Spezialisierung, Streitwagen gilt, nehme ich mal an. Oh, das ist der Passübel so gegangen. Das dauert und musst in einem großen Kreis dann den Wagen erst einmal lenken. In der nächsten Aktion könntest du dann neben ihn stehen, also in der nächsten 2 vollen Aktionen. Wir haben ja die Zeit, ist ja viel Platz hier. Okay, wenn ich sehe, dass Yalan mit dem Wagen auf uns zukommt, dann laufe ich ihm entgegen. Mhm. Musst du natürlich aufpassen, weil die Stacheln am Wagenrand haben, an den Wagenrädern, aber geht. Gut, dann laufe ich irgendwie einen Bogen, dass ich nicht direkt von vorne in den Wagen hinkomme. Wäre das eine Athletik? Einfach erstmal sprinten. Also würde dann nächste Kampfrunde, müsstest du das dann würfeln. Okay, gut.
Gut, dann bist du beim Sprinten beschäftigt. Nächste Kampfrunde. Boltax, du kannst erkennen, wie der Magier wohl mittlerweile nicht mehr auf euch anlegt, sondern seine Hand jetzt in Richtung von Jarlan und den Streitwagen eckt. Ich bin viel zu weit weg, um irgendeinen Zauber machen zu können. Ich würde gerne meine Aktion dazu nutzen, zu rufen: Jarlan, pass auf, aus dem Publikum zaubert einer auf dich. Damit verbrauche ich meine vollen zwei Aktionen. Und hast du gewarnt. Abelmir. Ja, ich würde dann in der Zwischenzeit mein Säbel und meine Balestrina vorsichtig vor mir in den Staub legen. Und wenn ich die vier Aktionen inzwischen vollendet habe, würde ich diesen Ignosphäre wirken. Also Waffen ablegen dauert auch nochmal eine Aktion, jeweils pro Waffe. Sonst gut, dann halt Anfang der nächsten Runde, ja, sozusagen. Genau. Gut. Dann bist du immer noch am Zaubern. Irgendwie Zero, die Leute kommen weiter auf euch zu. Und haben sich da tatsächlich auf euch eingeschossen. Raphim ist zwar immer noch am Beten, aber du kannst erkennen, wie sich jetzt wohl auch Mogrian, der Zwerg, löst. Und auch Ban Shayan, der Hornbruder, so wie er sich selbst tituliert hatte. Die lösen sich jetzt wohl gerade aus dem Pulk und werden dann auch auf euch zustürmen, beziehungsweise vor allem den Pulk der von Manach Tergom werden die wohl versuchen zu behaken. Das ist also jetzt gerade deren Interesse. Die Kidmakabul möchten Isarun angreifen. Alles klar. Zwei Stück, vier Angriffe. Und das ist zweimal gelungen. Sind jeweils ein Schildpunkt. Mhm. Dann sind die Kidmakabul fertig. Raphim. Ja, nächste Runde kann ich auch wieder das machen. Gut. Diese Runde bete ich. Diese Runde. Der Zwerg, der liegt jetzt vor mir auf dem Boden. Ja. Richtig? Ja. Und kann sich nicht mehr bewegen. Genau. Schick dein Rattenpack zurück in die Niederhöllen. Und ich werde dein Leben vielleicht verschonen. Er würfelt mal auf schlechte Eigenschaften und nickt. Er kann das aber diese Aktion nicht machen, weil er ist immer noch geblitzt. Er hat keine Aktion übrig. Aber er hat genickt. Und es sieht wohl auch aus, nicht als ob, ja doch, es ist schon irgendwo sein eigenes Leben. Es sind auf alle Fälle schlechte Eigenschaften, die da gerade mit ihm arbeiten. Ja, dann. Ich würde gerne irgendwas an diesem Zauberer machen, aber ich glaube, ich kann nichts tun. Du hast zumindest gehört, dass Boltax geschehen. Richtig, ich nehme an, von meiner jetzigen Richtung aus sehe ich ihn auch. Du kannst dich nach links umblicken und siehst, wie er zwei Hände auf dich gedeutet hat. Ja gut, ich könnte ihn blendstrahlen, aber was ich den Wagen loslassen. Also sorry, ich kann nichts tun. Ich halte einfach das Ding gerade und versuche, Zulamin nicht zu überfahren. Gut, gib mir nochmal eine Wagenlinkenprobe, damit du Zulamin nicht überfährst. Oh, ist es echt Wissen. Komm, 14 über, komm. Na, 5. 5. Was ist denn los? Dann darf Zulamin eine Ausweichenprobe machen. Ach komm, ist glaube ich egal, dein Ausweichen ist über 20. Und jetzt gebe ich dir nochmal eine minus 5 für die Fahrzeuggelenkprobe, ist egal. Du kannst dann auf das Pferd aufspringen und würdest dann bei Jarlan stehen. Dann halte ich mich an der Brüstung fest, habe meinen Säbel gezogen und warte darauf, dass irgendwas in Reichweite kommt, was wir hauen wollen. Gut, nächste Kampfrunde. Der Zauberer zieht vor und würfelt einen Faxius, und zwar einen Windfaxius. Okay. Ich würfel einfach mal 3W6. Doppel 1. Ich glaube, das ist nicht so gesund. Ich muss gerade mal... Aber nett, euch gekannt zu haben, liebe Kinder. Kantiones. Wo ist denn der Ignifaxius? Wow. Seite 123 ist ja. 123? Soll ich die elementaren Sekundärschäden vorlesen für Wind? Wind ist Niederwerf. Das ist relativ einfach. Reichweite ist eigentlich nur 21 Schritt. Ha! Ja, aber wenn er Fernzauberer ist? Es ist egal, er muss er trotzdem verlängern. Ja, also Reichweite muss er verlängern. Deshalb konnte ich ihn ja auch nicht angehen, weil ich meinen Archifraxius eben nicht so weit kriege. Ja, kann er doch aufstufen. Ja, das hätte er ansagen müssen. Hä? Er ist doch die ganze Zeit am Zaubern. Ja.
ich greife hier nach Strohhalm. Ja, ist schön. Das kannst du doch gerne versuchen. Er hätte schon vorher sagen müssen, dass er verlängert. Er hat die ganze Zeit angesagt und gezaubert und du hörst ihn ja sowieso nicht. Du siehst jetzt einfach nur, wie ein Windstrahl auf dich zukommt. Aber er hat doch erst seit 4 Aktionen gezaubert. Seit wann betet denn Rafim? Seit 2 Runden, oder? Nein, länger. Das sind 6. Jetzt insgesamt 9 Aktionen, die ich gebetet habe. Ja, die hat er genauso. Okay. Die Frage ist halt, hat er vor 9 Aktionen entschieden, Yalan anzugreifen? Das weiß ich nicht. Nee, das nicht, aber er kann ja trotzdem beginnen zu zaubern und sich dann währenddessen überlegen, wen er von euch angreift. Also er hat auf alle Fälle genug Aktionen. Er hat auf alle Fälle genug Aktionen zur Auswahl gehabt. Er hat also die Ansagen, die er sich da macht, ob das jetzt ein Doppelschuss ist, ob das jetzt ein enger Strahl ist, das wisst ihr ja alles nicht. Aber es ist ein Faxus, entsprechend kann ich ihm ausweichen. Und da ich auf ihn aufmerksam geworden bin. Du darfst ihm ausweichen, natürlich. Kann ich den ganzen Wagen ausweichen? Ja, aber da will ich aber eine Fahrzeuge lenken plus 8. Ja, okay. Also normalerweise willst du ja auch, eigentlich ist es sogar... Wenn mich jetzt mal die Fingerfertigkeit nicht killt, tut sie nicht. Danke, Fingerfertigkeitsgötter. Ihr habt einen gut bei mir. Wow. Er ist natürlich ein Crit, ne? Dann trifft er... Richtig, aber dann, Crit dann passt natürlich keine Bewandtnis auf das Treffen von... Sagen wir jetzt, er legt den Wagen. Finde ich gut. Ja, dann ich er trifft auch nicht die Pferde, er macht den Wagen einfach kaputt. Er reißt mir wahrscheinlich irgendwie die Zügel aus der Hand und bei der Gelegenheit irgendwie die Achse noch gleich mit an die Pferde hängen und die rennen dann mit der Achse noch zwischen sich weg. Ja. Dann gib mir mal beide, wie auf dem Wagen steht, eine Körperbeherrschungsprobe, die ist wieder schwer zu machen. Jetzt kann ich erstmal aus dem Wagen katapultiert werdet. Wenn dann die Achse bricht, ihr rumgeschleudert werdet zur Seite im vollen Galopp. Jalen kann sich abrollen. Ich glaube, Zulamin auch mit den Werten, die sie hat. Ja. Das war fast schief gegangen. Gut, ja, mit dem Schrecken seid ihr davon gekommen. Der Zauberer hat sich angekündigt, weil er schon einmal gezaubert hat. Jetzt ein weiteres Mal. Das Publikum weicht weiter von ihm zurück. Und das war die 19 Rafim, 20. Ja, ich bin jetzt bei meinen neuen Aktionen. Ich darf erst nächste Runde was machen. Okay, dann Iserun 22. Mhm. Ich hatte ja den Odem in der Umgebungsvariante gezaubert. Der wirkt für eine ganze Spielrunde. Mhm. Wirkt der noch? Ich gehe davon aus, ja. 5 Minuten sind nicht vorbei. Sehe ich denn noch irgendwelche Spuren von dämonischem oder magischem Material hier drin? Also gerade die Truhe oder in der Truhe oder was auch immer die hier versteckt hatten? Die Truhe selbst nicht, aber du könntest sie nachher dann untersuchen. Nein, die Truhe ist nicht magisch. Die zweite Person ist auch nicht magisch, nur Borex schimmert selber nicht. Er ist kein Magier, aber seine Paktmale, die schimmern. Und so offen, wie die zu erkennen sind, also du betrachtest ihn nochmal, wie er da vor dir nicht fleht, aber wie er vor dir grummelt, sein diamantenes Auge, seine Goldhand und seine Zunge funkeln wohl auch, sein silbriges Blut schimmert, also er ist definitiv Paktierer in einem hohen Grad. Mhm. Und der andere Typ, der war in der schwarzen Robe, richtig? Ja, schwarze Robe und da ist kein Leuchten. Gut, die sind beide noch geblitzt. Noch? Ja. Ich möchte den mit der schwarzen Robe mit dem Fuß anstoßen und ihm befehlen, den Zwerg zu fesseln. Du da, fessel deinen Kumpan. Aber richtig. Wenn du es nicht richtig machst, wird dir was Schlimmes passieren. Yalan und Zulamin sind gesprungen und ausgewichen. Boltax 15. Ja, ich sehe ja, dass auf uns eine ganze Menge an Leuten zukommen. Ich weiß nicht, ich möchte aber mir vielleicht vorziehen, um seinen Zauber durchzubringen. Ich weiß nicht. Wenn ich komm's nicht mit, was du machst, keine Ahnung. Voltax 3. Ja. Wie weit ist es tatsächlich direkt? Ja, 1:1. 30 Schritte ungefähr noch. Oh nö, dann verzögere ich wieder. Also, beziehungsweise lass für die Runde verstreichen. Ja, also ich kann da mein Ignosphere auslösen. Rufe dabei Interisch Kolomarut und würfel den plus 3, also verkürzt wieder plus 3. Ignisphäre Feuerball auf den Pulk. Auf den Pulk. Ja. Und ist gelungen. So, die bekommen jetzt 5W6 plus ZFP halbe, also 5W6 plus 3. Wie wird die weg?
49 Schritte ist der Reichweite. Dann kriegen sie, ja, dann kriegen sie das nicht jetzt, denn der Ignis Vero hat eine Geschwindigkeit. GS 15 ist richtig. Also dauert jetzt. Also doch, dann reicht es in der ersten Aktion und dann in der zweiten. Also am Ende dieser Aktion kommt es an. Soll ich trotzdem würfeln schon mal? Ja, mach den Schaden, kannst du würfeln. Die bewegen sich ja auch weiter auf euch zu. Auf der 19 dann, also eine Aktion später. Das schlägt dann irgendwann ein. Da kommen noch 3 dazu, wir sind 18 Schadenspunkte. 18 für die Mitte und dann wird jeweils ein Meter entfernt. Einen Würfel entfernt. Der höchste oder der niedrigste? Lass mich gerade gucken, ich glaube der niedrigste wird entfernt. Ja, die 1 wird dann entfernt, alles klar. Gut, dann explodiert kurze Zeit später der Flammenball auf den Männern des Bürgermeisters von Manach Tergom. Und als brennende Fackeln taumeln sie dann durch die Arena und der Pult löst sich auf. Rafim, du kannst erkennen, wie Ban Shayan, der Hornbruder, auch auf sie weiter zuläuft und sie weiter niedermacht. Und der Zwerg hat wohl gerade eine Armbrust vom Rücken genommen. Scheint ja auch wieder keinen zu interessieren, dass das Rondra gefälliges Duell ist oder nicht. Und liegt jetzt auf dich an, Rafim. Ja, ich muss jetzt erstmal meine Trilogie würfeln. Mal sehen, ob sie überhaupt durchgeht. Ja, da zähle ich jetzt nicht die Punkte nach, weil es juckt eh niemanden. Ja. Dein Rüstungsschutz steigt. Ja, aber das sehen wir erst jetzt, wie viel. Das ist, dann mache ich mir selber, warte mal, 2 Schaden. Kriege 4er Rüstungsschutz. Ja, aber Fien würde sich mit einem Messer in den eigenen Arm schneiden. Und das Messer immer wieder in Richtung der anderen Kämpfer werfen, sodass sein Blut sich auf der Arena verteilt. Heute kämpfen wir wieder zu deinen Ehren. Heute werden sie fallen. Heute werden sie sterben. Los! Und dann würde Rafim mit seiner letzten Aktion... Der hier legt auf mich an, weil der ist mega weit weg. Mokrian, ja. Das war derjenige, der dir mit dem Tod gedroht hatte. Ja, das machen die alle. Da kann ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Ist hier der Streitwagen direkt vor mir? Der ist gerade explodiert. Ja, ach du ja. Du siehst wie Yalan und Sulamin vor dir in den Staub purzeln. Ja, dann stelle ich mich hier vor Sulamin, damit die keiner anstürmt. Ja, du siehst, wie die Armbrust flockt und gegen dein schwarzes Fell tockt. Du bekommst 11 TP. Ja, wohin? Das könnte tatsächlich wichtig sein. Okay, ich wollte gerade sagen, kommt da was durch. Kopf! Doppelten Schaden. Ja, dann erst ziehen wir deine Rüstung am Kopf an und danach verdoppeln wir. Das ist 9, also kriege ich 4 Schaden. 9 Rüstung sind 4. Achso, ja, richtig, hey. Genau. Sind 4 SP in den Kopf. Mit Wundschwelle minus 2, aber die Wundschwelle ist, glaube ich, bei dir auch egal. Ja, nicht bei 4 Damage. Gut, hat er auf deinen Kopf gezielt, angelegt, direkt ins Auge, flock. Gerade noch rechtzeitig fertig geworden, sonst wäre das, glaube ich, was ganz, ganz Einäugiges geworden. Iseron, ja. 22. Ah, nee, Entschuldigung, du siehst, wie der eine zum Borix hingeht und. Ja, er würde gerne versuchen zu fesseln, aber er ist, glaube ich, noch geblitzt. Ist geblitzt. Ja, also das wird alles sehr, sehr lange dauern. Die finden sich noch nicht ganz zurecht. Horex liegt noch weiter da und würfelt weitere Beschwörungen. Er fängt zumindest an mit einer Entschwörung. Ein Fingerschnipsen und ein bisschen Silberstaub, was dann irgendwie aus seinen Händen rausrieselt, damit er die Kidma Kabul entfernt. Die greifen vorher an und danach verschwinden sie. Okay, ja, ich gebe ihm die Gelegenheit, die zurückzuschicken. Ja, eine Ratte beißt noch nach dir. Für 7 TP ist ein Schildpunkt. Alles klar. Und danach verschwinden sie. Lösen sich auf und werden zu kleinen Goldmünzen. Ja, dann. Okay. Abgerollt. Liegst im Staub. Macht der Magier noch was? Macht er anstatt weiter zu zaubern oder will er jetzt unter Menge untertauchen? Ich weiß nicht, es muss ihn gerade einige Haspen gekostet haben. Ja, finde ich eine gute Idee. Du siehst, wie er verschwindet von der Tribüne. Dann benutze ich eine Aktion, um eine sehr ausgewählte Fluchworte entgegenzuwerfen. Mit der anderen werde ich mich dann erstmal in Richtung meiner Kameraden bewegen. Ich denke, zusammen mit der Strecke, die wir mit dem Wagen gefahren sind, sollte das dann reichen. Ich denke auch. Zu Damien. Ja, ich werde jetzt nicht alleine vorstürmen und ich stehe da offenbar gut. Dieser Magier, der uns angegriffen hat, erkenne ich den vielleicht? Nein, keine Ahnung.
Okay. Also es ist, er hatte eine schwarze Robe an, aber er war nicht aus Fasan, das wusstest du. Mhm. Okay. Mittelreich oder vielleicht Horasreich. Gut, damit löst sich der Pulk, so wie er eben war, auf. Zumindest dieser geschlossene Ansturm, nachdem sie anfangen zu brennen. Und ich würfel jetzt gerade mal eine Selbstbeherrschungsprobe, ob die noch weiter auf euch zustürmen. Die wollen sie wissen. Zweites Blut, nicht alle kämpfen auf das dritte. Dementsprechend werden drei Leute brennend als Fackeln auf euch zulaufen und zwei auf Rafim mit dem Sturmangriff. Die kommen aber jetzt nächste Runde an und einer auf Yalan. Die anderen liegen auf Boden, wälzen sich im Sand, die haben genug. Ich habe ja noch zwei freie Aktionen. Ich würde gerne noch zwei Schritte gehen. Kannst du machen. Nächste Aktion, 15 Boltax. Ja, dann. Stehst du immer noch an der Dunkelheit? Ja. Also hier hinten ist ja die Dunkelheit. Ja. Und dann stehe ich da. Gut, bleibst weiter stehen. 18 Abelmeer. Ich würde gerne meine Ballastrine und mein Säbel wieder aufnehmen. Brauche ich dafür die vollen zwei Aktionen? Ja. Gut, dann mache ich das. Sehr gut. Die Gladiatoren sind dran. Die anderen stürmen an. Und zwar 1, 2, 3 sind drei Sturmangriffe. Auf zwei auf Rafim. Und einer auf... Lass uns mal einen auflaufen. Kannst du gerne machen. Rafim kämpft sowieso auf einer ganz anderen Distanzklasse. Das wird sehr schwer werden, aber die 4 hat zumindest getroffen und die 3 für Yalan, auch die 12 würde dann... Ist die 3 auch mit einer 6er Erschwernis noch getroffen? Ja, ich muss gerade schauen. Plus 4 vom Sturmangriff. Auf die 19. Ja, okay, dann hat die auf jeden Fall getroffen. Gut, dann muss ich mal gegenhalten. Da muss ich jetzt mal gegenhalten würfeln. Die 6 Erschwernis wird mir hier vermutlich dann am Ende den Hintern retten. Wird sie nicht. Ich glaube nicht, dass ich das gewonnen habe. Warte mal. Wahrscheinlich nicht, nein. Also sie kämpfen auf die 19 plus 4. Ich habe viel Inni. Sag mal, wie viel Inni die Jungs haben. Ja, sie sind bei der 19. Sind 5 Punkte Unterschied zu dir. Okay, 5 Punkte Unterschied plus... Warte, die haben plus 10, die sind bei 13, die haben 6 Punkte unter ihrem Attackewert. Ja. Ich habe 5 Punkte Inni-Unterschied plus 3 Punkte, die meine Attacke gelungen ist. Also bin ich 8 Punkte. Also habe ich den Vergleich gewonnen. Okay, das heißt, du machst den doppelten. Nein, ich mache den normalen. Machen ihren halben. Und, das ist das Wichtige, die Zusatz-TP aus ihrem Sturmangriff erleiden sie selbst und nicht ich. Okay. Das passiert nur, wenn ich gewinne, das ist bei mir das Wichtige. Du bekommst 10, also 5 TP. Okay, sie kriegen, was haben die für eine Geschwindigkeit? 4, beziehungsweise dann, was waren, also 4er Bonusschaden mit einer GS von 8. Okay, 4er Bonusschaden plus 4 aus der Ansage, die man auch immer als Bonusschaden kriegt, das sind das ein plus 8. Haben wir die 21, brauchst du eine Zone? Ich glaube, die fallen auf den Boden. Gib mir okay. mal eine Zone. Aber, ja, aber ich brauche für mich eine Zone, die ist für dich, die nächste ist für mich. Okay, ins linke Bein, da kommen wir nicht. Was passiert? Naja, das ist relativ profan. Ja, dann sticht ihm sein Schwert durch die Schulter, bevor er ihn erwischen kann. Das ist spektakuläres dran. Alles klar. Da fällt er auf den Boden und dann schauen wir mal, was mit Rafim ist. Da habe ich dir den Parades gelungen. Ja. Dann laufen die einfach auch gegen deine Bohrensichel. Gut. Richtig, greift die beide einmal an. Du hast noch einen Passierschlag für den anderen, weil der, weil der gegen deine Distanzklasse nicht gewonnen hat. Plus 8, ich nehme an, ne?